Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, wir haben den Auftrag bekommen, Zalia zu suchen und wir sind hier falsch reingegangen. Das ist kacke. Welcher Weg führt denn dann zu Zalia? Jo Leute, ich muss suchen. So, dann hier rechts. Das weiß ich. Dann links, dann geradeaus und dann wahrscheinlich geradeaus. Vielleicht hier. Wir müssen zur Waldlichtung. Und schon wieder zum Kurikiri-Wald. Er wollte mich jetzt verarschen. Ich suche die Waldlichtung, nicht den Kurikiri-Wald. Die kleinen Pissas. Ja, wir sollen ja dem Molidi lauschen. Ja. Hier wird sie lauter. Nein, ah, hier wird's besser. Ja, hier. Ja, hier. Sind wir noch richtig? Hier muss die Waldlichtung noch sein. Ja, hier ist die Waldlichtung. Wow, ein Hund! Wow, Wolf. Komm her. Ey, dieser Hund stirbt nicht. Ja. Ja, endlich. Gefarrecke Hund. Dekonos. Und los geht's. Hier sind irgendwo immer Rubine, das ist das Schöne. Eine Deko-Gegner. Na Leute, wir suchen nach Zalias Lied. Er wird mich jetzt... Komm raus. Ach, scheiß drauf. Du kommst ja eh nicht raus. Du feige Sau. So. Okay, hier sind wir richtig. Der muss auch töten, so. Der ist tot. So, zwar kaum Energie, aber wir können trotzdem zu Zalia. Jo, wir sind in der Waldlichtung. Ich habe auf dich gewartet, Mark. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort für uns beide bedeutet
dass ich was fühlen kann. Spielst du die Ocarina? Kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen? Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Natürlich. Einfach die Melodie nachzuspielen. Bereit? Bist du bereit? Okay. Ja, geschafft. Ah, wie wunderbar. Dass du dieses Lied nie vergessen, versprich es, wirst du die Stimme hören zum Spiel Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Ja, wir haben Salias Lied. Oh, ich habe kaum Energie. Scheiße. Das wird schwer. Na toll, wo laufe ich denn jetzt hin? Da lang. Ich werde sterben, das sehe ich jetzt schon. Naja. So, ab nach oben mit mir. So. Hier gibt es einen Feenbrunnen, hier können wir uns eine kleine Fee aneignen, wenn ich überhaupt ein Glas hätte. Oh, das wird nix. So. Hier, Sackgasse. So. Mach die geradeaus, dann hier. Das ist ja hier mal... Wann kommen wir denn mal hier raus, ey? Scheiße, diesen Garten. So. Ja, wir sind doch durch. So, und jetzt ab zum Goronenkönig. So. Ach. Mark, hast du Salias Lied erlernt? Hat dir Salia ihr Lied beigebracht? Jo, Mark, Opa. Ja. So. So. So, und natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Ich muss alles nochmal... Nein, danke, tu es nicht mehr. So. Gehen jetzt zurück. So, was ich sagen werde, wir sehen uns gleich im Goronenwald wieder. Bis dann und zum Goronenvolk. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Yo, jetzt müssen wir unseren fiesen Gremlin die Melodie von Saal... erstmal einen auf dem... Toll. Penner. So, wir spielen ihnen das Salia-Lied. Jetzt freut er sich. Ja. Das gibt, der geht voll ab. Yo, I have the groove. Oh. Wow! Das groovt, Baby! Das groovt! Yeah! Heiß! Ein heißer Beat! Groovy, groovy! Let's start! Yeah! Na, Alter, Yahoo! Wow, cooler Sound, meine schlechte Laune ist verflogen. Ich könne mich mehr nicht mehr, muss einfach tanzen. Ich bin Dorian. Ich bin der Anführer der Goronen.
gib etwas, was ich für dich tun kann. Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch ist als Kronenopal bekannt, ist der wertvoll zum Konflikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du mein Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreatur in Dundungas Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir dank meines Volks gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich, um das Gastgeschenk der Krone ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es sogar, du schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Der Kronenarmband! Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Stell dich davor, nimm sie mit A auf. Okay, den ziehen wir auch jetzt krieg ich erstmal an. So. Endlich, können wir auch Blumen halten, endlich. Oh. Oh. Ja, Junge. Oh, die sind mir so lieb, die so bekifft, So, rauf mit uns. Hier gibt's einen... Jetzt pflücken wir erstmal eine Donnerblume, das ist mir wichtig. Hier gibt es nämlich einen Weg zu den verlorenen Wäldern. So. Nämlich so. Das müssen wir jetzt nicht mehr tun. Hehe. So, jetzt müssen wir nach oben. Und zwar ist diese Höhle, diese Dodunga, nämlich neben dem, wo das Herzteil gerade zu sehen war. Ihr werdet es gleich sehen. Ich gehe jetzt dahin. Nein, andere Seite. Und da müssen wir hoch. Ganz hoch. Na, jetzt müssen wir ein bisschen uns bewegen. Hier geht's in den Schrein. Naja, machen es sowohl dunkel als auch hell, ne? Ist auch schöner, wenn es ein bisschen dunkel ist. Passt doch zur Stimmung. Hier ist eine Donnerblume. Ja, Alter. Ist gerade aufgewacht. Da müssen wir nämlich hin. Und rum. Können wir nicht hoch? Nee, ich will hoch. Ah. Bist du fallen? War nur ein halbes Leben verloren. Herz. Sehr gut. Dodungas Höhle. Okay, was erwartet uns in Dodungas Höhle? Auf geht's. Da oben ist ja ein Herzteil, das kriegen wir nur erst, wenn wir ein wichtiges Item haben. Und zwar den Bumerang. Oh, hier sieht's ja richtig gruselig aus. Wow. Gruselig. Vielleicht. Ach, wir müssen erstmal hier die Tür mit dem Donnerblumen vergessen, ne? Und ich bezeichne mich als einer der Zelda. Der Zelda geht. Fuck you. Macht's boom. Hat gerade so gestockert. Das ist Dodungas Höhle. Wow, gruselig, oder? Lucien, sieht aus, als wäre hier jede Menge Lavagruben. Pass auf dich auf, wohin du auch auftrittst. Meinst du... Oh, Link, du bist bekloppt. Ach ja. Perfekt. Geht das nach oben? Ja. So, was ist das denn?
Ich will da hoch und er springt dann hin. Ich nehme mein Schwert schon mal an mich.